Ja, meine Lieben, willkommen in Seven Days to Die, in das Experiment. Ja, ich bin immer noch dabei. Ihr seht, also viel Zeit ist nicht verlaufen. Ich habe jetzt halt nur kurz das Holz zu Ende verstärkt. Und so, das sind dann die Sachen, die ich gleich brauche. Das kann ich auch mal hier reintun. Das brauche ich später. Ich habe jetzt halt die Leitern dran gemacht und das Holz kurz ein bisschen verstärkt. Das ist alles, was ich jetzt gemacht habe. Und ja, das ist okay. Gut, die lassen wir besser drin. Die brauche ich aber jetzt eigentlich gar nicht mehr. Okay, die Dose, die werde ich auffüllen müssen. Campfeuer werde ich stellen müssen, okay. Dann, nee, dann brauche ich ausnahmsweise, ich brauche keine Dose. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr gehabt als wir beim letzten Mal. Weil ich den Kochtopf gefunden habe. So, das heißt, ein Campfeuer. Mal einmal herstellen. Und dann noch ein bisschen Baum schlagen. Mal gucken, wo ich hier ein finde. Gut. Also eine hier und eine hier. Und das ist einfach... ist einfach tatsächlich auch notwendig, wenn man etwas überprüfen möchte, dass man wirklich die Wege auch soweit wieder verfolgt. Und deswegen mache ich das jetzt. Ja, und deswegen mache ich quasi jetzt den Start mehr oder weniger alles das Gleiche, um einfach die Wege genauso zurückzuverfolgen. Und quasi genau das Gleiche zu tun, was wir getan haben. Oh, der ist auch niedlich. Den nehme ich auch mal ab. Ist auch schön klein. Na, ganz genauso wäre das jetzt nicht. Wir waren ja in der ersten Nacht draußen gewesen. Also hinten in der Pampa. Aber wenn ich jetzt hier sehe, wie viel... Oh, jetzt sagt mir gerade mein Tab, ich soll mein Ladegerät anschließen. Ups, das passiert mir eher selten. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Holz noch. Ist ja nicht unwichtig. Oh, ich höre Zombie. Da ist ja dann doch mal einer. Hm. Warum hatten wir so verdammt viele Zombies? Weil ihr seht, es ist tot hier. Das ist absolut tot. Wir sind gemeinsam reingegangen. Da stand auch Medium. Ich frage mich gerade, warum das hier so extrem leer ist. Achso, Fortspruch ist noch nicht. So, das kann ich aber mitnehmen. Und dann kann ich das... Ja. Machen wir es halt so, komm. Ich habe ich nicht eben Gläser da oben hingebracht? Tee habe ich doch auch da oben hingebracht, oder? Weil das kann ich ja dann tatsächlich ruhig schon mal kochen lassen. Ja, na gut, ein Glas, aber der Fluss ist jetzt gleich um die Ecke. 1, 2, 3. So. Ja. Dann machen wir das doch mal. Weil, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und, ach komm. Kriege ich noch genug. So. Ja, ich rieche. Deswegen kommt mir da jetzt auch eine angedackelt. Sollte ich das Fleisch vielleicht mal kurz hier reintun, solange ich es nicht brauche. Ist ja so schlecht nicht. Okay. Ja, ich höre dich. Aber ich sehe dich nicht. Ich sehe irgendwie gar keinen. Und das verwundert mich. Ja, und dann haben wir schon mal einen. Weil der kann als erstes leer gemacht werden. Jetzt stört mich gerade so ein bisschen das Geräusch vom Campfeuer. Na komm. Es wäre ja schön, wenn ich die Zeit auch nutzen könnte, die da jetzt das Feuer brennt. So, jetzt
Gehe ich aber vorsichtshalber erstmal einmal nach oben. Warte die Minute und gehe dann wieder nach unten. Wieso kommt hier nichts? Hallo, wir hatten die absolute Hölle. Wieso ist das so leer? Ich habe mich jetzt echt darauf eingestellt, dass hier richtig was passiert. Aber hier ist nicht ein einziger. Okay. Dann, das ist auch ganz praktisch. Sind wir gar nicht drauf gekommen. Das war jetzt einfach mal ein ganz dummer Versuch. Das ist absolut, hier ist ja nichts. Hier ist ja wirklich rein gar nichts. Na, dann können wir auch noch ein bisschen Holz schlagen gehen, ne? So ist ja nicht. Die kann ich auch noch mitnehmen. Ich meine, wenn das hier so leer ist, warum soll ich da nicht ein bisschen was tun? Und ich komme ja schnell genug da hoch. Vorausgesetzt, ich finde die Ecken, wo ich die Leitern hingemacht habe, im Dunkeln. Ja. Das ist, als wäre ich hier in der Safe Zone. Baum sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mitnehmen. Das dauert dann zu lang. Aber ist der Einzige, der jetzt noch in der Nähe ist. Ne, ich kann die Birke noch mitnehmen. Ach, da haben wir auch noch eine. Ja, das ist... okay. Damit habe ich jetzt noch gar nicht gerechnet. Ich denn jetzt, ich muss noch mal gucken. Direkt wieder reparieren. Glaub, da kommt was. Ich höre da was. Bin mir aber nicht sicher. Und ich bin mir jetzt aktuell tatsächlich mal um gar nichts sicher. Das muss ich echt mal gestehen. Es kann ja nicht auf dem Server 10-mal, 100-mal schlimmer sein wie im Solo. Wenn die Einstellungen die gleichen sind. Deswegen bin ich gerade so irritiert. Na komm, gib mir das noch mit, aber jetzt gehe ich dann doch erstmal. Ich habe jetzt alles so um diese kleine Basis herum weggeholzt. Ne, da ist auch noch einer, aber den ist schon wieder fast zu weit weg. Wenn die anfangen zu laufen, dann komme ich nicht schnell genug wieder zurück. Hm. So. Ne, der ist dann wohl doch noch da. Okay. Schön. Und nehme ich den mit raus? Doch, ich denke schon. Na gut. Nur ich muss ja, wenn die Zombies nicht zu mir kommen, muss ich ja zu ihnen gehen, dass ich eine Forge kriege. Also die brauche ich. Hm. Kann ich... Nee, kann ich nicht. Das werden wir dann in der nächsten auf jeden Fall nochmal direkt überprüfen. Weil ich bin mir 100%ig sicher, ich habe das auf Medium gestellt. 100%.
mich jetzt natürlich auch irren, aber das wäre dann richtig doof. Dann schmeiße ich das hier komplett weg, die Folgen, und stelle das dann um auf Medium und mache das Ganze dann nochmal, weil das ist ja ansonsten Käse. Würde ich mal behaupten. Oder haben die mit den L4-Patch irgendwas geändert, dass hier so wenig los ist? Ich meine, das wäre, kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, das wäre ein reiner Bugfix-Patch gewesen. Von daher glaube ich das gerade nicht. Weil ist es. Ihr seht, ne? Das ist ja. Gott, wenn wir die Ruhe gehabt hätten. Leck mir am Bobbes. Wenn wir die Ruhe gehabt hätten, was hätten wir alles erreichen können? In den ersten, am ersten Tag schon mit 4 Leuten. Alter, was hätten wir Bäume geschlagen? Dann wären wir direkt am zweiten Tag wahrscheinlich schon in der Stadt gewesen. Oder wir hätten keine Forge gehabt, weil wir keine Zombies gehabt haben. Da hätten wir doch nicht in die Stadt können. Dann hätten wir ja keinen Spike Club gehabt. Ah, ist das herrlich. Ehrlich bescheuert. Die Zombies. Oder mögt ihr mich nicht? Berg, Syrer, Nordisch, kommt doch mal dazu. Vielleicht ist einer von euch interessanter. Also so nacheinander, damit wir wissen, wer so Zombie-interessant ist. Das ist, da kam ohne Ende Spucker, es kam ohne Ende Zombies. Oh. Gut, dass die Kisten noch nicht verbrannt werden können. Wäre ja auch doof. Geht das? Nee, das wären zu viele. Aber ich kann mir ja schon mal gut vor, MC brauche ich ja in der Stadt sowieso. Naja, gut, hier brauche ich ein bisschen Holz zum Verfeuern. Machen wir das mal so. Nee, in der Stadt brauche ich erstmal Leitern. Damit ich an das Apartmenthaus mich auch hochbauen kann. Also ich muss gucken, dass ich tatsächlich dann morgen irgendwie an den Fortschrank komme. Sprich, Zombies suchen. Das ist ein Witz, ich muss die Zombies suchen. Entschuldige. Ich hätte jetzt hier das richtig was tun können. Oder lag, nee, die Forge war ja am Anfang noch gar nicht so am Laufen, ne? Oder hat man die im Dauerlauf gehabt, dass da vielleicht der Fehler lag? Ich meine, am Anfang war die ja nicht so viel am Laufen, oder? Und wegen Heatmap und so, da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ja, doch, klar. Aber nicht in den ersten 2 Tagen, da hatten wir auch schon so viele Zombies. Nee, nee. Da hatten wir noch eine Ecke weiter übernachtet, da waren wir noch gar nicht an der Ecke hier. Was haben wir denn gemacht? Also wir hatten dort die Forge, aber nicht am ersten Tag. Weil da waren wir da hinten irgendwo. Dementsprechend hatten wir hier auch kein Campfeuer stehen. Und da hinten hatten wir ja auch relativ viel Ruhe. So, am zweiten Tag haben wir dann natürlich Steine gekloppt, damit wir ans Scrap Metal rankommen und uns eine Pickaxe machen können. Und damit bin ich dann hinten in die Höhle, die dort irgendwo ist. Und habe ein bisschen Eisen gesammelt. Dann habe ich das hier reingeschmissen. Ja gut, aber den Zombie-Spawn hatten wir vorher auch schon. Da hatten wir ja schon während die Forge am Laufen war mit zu kämpfen. Und nicht erst irgendwie während es eine ganze Weile am Laufen war, sondern von Anfang an. Auch schon, wo wir hier hingekommen sind. Deswegen sind wir da hinten in die Ecke reingegangen. Das Einzige, was ich jetzt nicht ändern kann, das ist, dass eben einer Richtung Stadt geht.
Das hat er ja neulich von Anfang an gemacht. Er ist dann Richtung Stadt und hat da am Apartmenthaus die Leitern gemacht und wollte dann ein bisschen looten etc. pp. Weil bin ich jetzt alleine. Das Thema, das kann ich nicht machen. Gut, ich könnte mich jetzt auch da hinten hinstellen, aber das wäre gleich in grün. Ich meine, wenn es hier schon so ruhig ist, dann wird das da hinten nicht wirklich anders sein. Das hat man ja gemacht, weil es hier zu voll war. Ja, wo ist denn dann der Denkfehler gewesen? Oder der Spielfehler? Wie haben wir denn die ganzen Zombies dann angelockt? Ich meine, noch ruhiger als hier können wir das gar nicht kriegen. Da ist jetzt echt mal zu überlegen, wo ist der Spielfehler gewesen? Womit haben wir die ganzen Zombies angelockt? Das ist wirklich mal der ganz, ganz große, das ganz große Fragezeichen. Okay, jetzt habe ich in den Kommentaren gelesen, das Zombie verprügeln. Das wird wohl auch die Heatmap aufheizen. Das würde dann erklären, warum das nachher immer mehr wurde. Aber wir haben vom Start weg haben wir enorme Zombie-Last gehabt. Wir hatten ja gar keine Minute Ruhe. Wo war der Fehler? Pass mal auf, Leute. Ich könnte jetzt mit euch hier noch die ganze Nacht hier so dumm rumsitzen und darauf warten, dass irgendwas passiert, was es offensichtlich nicht tun will. Oder ich beende jetzt hier die Folge, ist dann halt ein bisschen kürzer mit 15 Minuten, okay. Muss man, ich sag mal, ich kann, wie gesagt, ob ihr jetzt seht, wie ich hier dumm rumstehe oder ob ihr euch auf die nächste Folge freuen könnt, die dann hoffentlich ereignisreicher wird. Das sehen wir dann. Wir starten auf jeden Fall gemeinsam ins Spiel, weil ich will das nochmal überprüft wissen. Weil also entweder wir haben da irgendwas, ist da gewaltig schief gelaufen, vielleicht Servereinstellung, oder wir haben einen gewaltigen Spielfehler gemacht und haben deswegen diesen enormen Spawn hier dabei gehabt. Und da müsste man mal analysieren, wo lag dieser Spielfehler. Am Anfang war das ja nicht so wirklich spaßig. Okay, meine Lieben. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst einfach mal einen Daumen hoch da. Wenn ihr möchtet, diskutiert gerne einfach mal mit. Na, was ihr so denkt, das wäre ganz schön. Vielleicht finden wir ja gemeinsam den Fehler, den wir da gemacht haben. Okay, also würde ich sagen, wir haben eine Standards. Bis dahin.